Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie alle, genauso wie beide Trainer Dieter Hecking und Peter Bosch, gemeinsam zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Und bitte wie immer unseren Gästetrainer um seinen Kommentar zum Spiel. Ja, er könnte sehr knapp ausfallen heute. Ich glaube, dass wir eine tolle Borussia gesehen haben, leider die aus Dortmund, aus Gladbacher Sicht. Wir haben uns viel vorgenommen gehabt. Wir haben, denke ich, es die ersten 25 Minuten auch ganz gut verteidigt. Allerdings war es mir da schon viel zu sehr auf Verteidigung aus. Wir haben gesagt, wenn wir es nicht schaffen, Ballbesitzpassagen zu kreieren, dann kann es unangenehm werden, weil dann wird Dortmund irgendwann mit ihrer Ballsicherheit, mit ihrem guten Positionsspiel, mit ihrer Schnelligkeit vorne im Angriff, wird irgendwann die Lücke da sein. Und ja, letztendlich ist es genauso gekommen. Ja, wir hatten dann den Zugriff nicht in der ersten Situation, wo das 1-0 fällt. 2-0 natürlich ein Fehler von uns im Spielaufbau. Na, dann das 3-0, Abstimmungsprobleme hinten in unserer Viererkette. Und so hat sich heute alles so ein bisschen gegen uns gewandt. In der Defensive haben wir es nicht gut gemacht. Offensiv, das darf man gar nicht erwähnen, wenn du 6-1 verloren hast, wir hätten auch 5 Tore machen können. Ja, und da sieht man eben auch, wie wechselhaft das heute wieder war. So sind wir total ernüchtert, fahren wir jetzt nach Hause. Aber heute musste man einfach anerkennen, dass Borussia Dortmund einfach eine Klasse besser war. Das muss ich neidlos anerkennen. Mache ich sehr gerne, weil heute war nichts zu holen. Nicht sehr gerne in Form von, dass ich Peter gerne gratuliere zum Sieg, aber letztendlich muss ich das heute wirklich anerkennen als Gästetrainer. Und für uns heißt es, schnell diese Niederlage verarbeiten, das rausziehen, was für uns wichtig ist, weil es war nicht das erste Mal, dass wir ein Tor von außen bekommen, wo in der Mitte einer durchläuft. Das müssen wir schnellstmöglichst abstellen. Sollte uns aber gelingen, und da müssen wir die Woche gut arbeiten, um dann gegen Hannover den Dreier wieder zu machen. Dankeschön. Danke, Dieter Hecking. Peter, deine Meinung zum Spiel? Ich glaube, dass wir ein sehr gutes Spiel gemacht haben heute. Wir haben gut gespielt. Mit Ballbesitz, aber auch ohne Ball. Das ist wichtig, wenn wir spielen wollen, wie wir spielen. Das heißt, dass wenn wir den Ball verlieren, dass wir gleich Druck machen, dass wir nicht den Gegner, was eine gute Gegner ist, das haben wir gesehen, die können sehr gut Fußball spielen, dass wir den Gegner nicht die Zeit geben, 2, 3 Pässe zu spielen, dann haben wir gleich wieder den Ball zurück. Und das haben wir gut gemacht. Die erste Halbzeit haben wir doch 2, 3 Mal die einfachen Bälle verloren und dann haben die richtige Chance bekommen. Roman hat da gut gestanden. Aber sonst über 90 Minuten glaube ich, dass es Spaß gemacht hat, Dortmund Spiele zu sehen. Das war amüsant für die Fans, das hat Spaß gemacht, auch für mich als Trainer auf die Bank. Und ich muss wirklich die Spieler ein Kompliment machen, wie die gespielt haben. 2 Tage nach das Hamburg-Spiel, auch heute wieder 90 Minuten durchgehalten. Und das hat Spaß gemacht. Danke, Peter. Ja, und jetzt sind Sie an der Reihe. Wir bitten um Ihre Fragen und ein kurzes Handzeichen. Dem entnehme ich, dass fast alle wunschlos glücklich sind. Bitte schön. Herr Bosch, ein Wort vielleicht zu Ihrem Sturmduo oder 2 von den 3 Angreifern, Pierre-Emerick Aubameyang und Maximilian Philipp, haben sehr großen Anteil heute gehabt. Wie haben Sie vor allen Dingen auch Maximilian Philipp gesehen, der sich offenbar sehr schnell schon beim BVB akklimatisiert hat? Also wenn man Tore schießt, dann hat man ein sehr großes Anteil. Aber die bekommen die Bälle von anderen Spielern. Die haben auch einen sehr großen Anteil. Aber wir sind andere Spieler, die haben die Bälle verobert. Deshalb ist das für mich eine Mannschaftsleistung, die wir heute gezeigt haben. Wie ich gesagt habe, wenn man gegen eine sehr gute Mannschaft spielt, auch sehr gut organisiert ist, dann kann man nicht mit nur 2 guten Stürmern 6-1 gewinnen. Und klar, die Spiele sind wichtig, weil am Ende ist das immer die Spieler, die Bälle reinschießen, aber heute war wirklich eine Mannschaftsleistung, eine tolle Mannschaftsleistung. Das ist nicht das Ansehen, die ich gerne gewollt hatte. Aber. Gibt es weitere Fragen? Wir möchten niemanden zwingen. Gut, dann bedanken wir uns vielmals für Ihr Interesse und wünschen unseren Gästen einen guten Nachhauseweg. Bis dann. Tschüss.